Liebe Brüder und Schwestern, wir haben es soeben gehört, am Jordan, wo Johannes der Täufer zur Buße und Umkehr aufruft, offenbart sich der eine und dreifaltige Gott. Der Himmel öffnet sich bei der Taufe Jesu und es erklingt die Stimme des Vaters: Du bist mein geliebter Sohn. Und der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Ja, den einen dreifaltigen Gott, den haben auch wir schon in der Taufe sozusagen empfangen. Wir als Getaufte haben durch Jesus das neue göttliche Leben geschenkt bekommen, die heiligmachende Gnade. Die Erbschuld wurde getilgt und wir können aus der Kraft des Geistes Gottes leben. Wir sind in der Taufe Kinder Gottes geworden. Ja, und auch zu uns spricht der Vater im Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ja, Gott hat uns in Liebe angenommen. Das ist der Grund unserer Hoffnung, unserer Freude. Gott schenkt uns Vergebung aller Schuld in seinem Sohn Jesus. Er hat uns Jesus geschenkt. Der Sohn Gottes ist, wie wir gefeiert haben, Mensch geworden, in allem uns gleich außer der Sünde, heißt es in der Schrift. Er ist unser Retter, unser Erlöser, unser Befreier. Ja, er befreit uns aus der Macht des Teufels, wie es auch in der Lesung geheißen hat. Ja, wer die Sünde tut, ist letztlich Sklave des Teufels. Wer das Böse tut, das Böse wählt. Jesus aber schenkt uns Befreiung. Er schenkt uns Heil. Und durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung, empfangen wir den Geist Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes. So sollen auch wir aus der Kraft des Geistes Gottes leben. Beten wir immer wieder neu um diesen Geist. Komm, Heiliger Geist, erleuchte mich mit deinem Licht. Ja, hilf mir, den Willen Gottes zu tun, den Willen des Vaters. Ja, das ist unser Leben, unser Glück, wenn wir diesen Willen des Vaters im Himmel erkennen und tun. Das ist unsere Freiheit, das ist unsere Würde. Da finden wir die wahre Freude, die Fülle des Lebens. Denn auch Jesus ist gekommen, um letztlich nur den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Er tut alles im Namen des Vaters. Ja, was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn, so bezeugt es Jesus selbst. Und der Vater hat seinen Sohn gesandt, damit er Licht sei für uns, damit er uns befreit aus allen Verstrickungen in das Böse, aus der Gefangenschaft der Sünde. Er ist der Gesalbte, der Messias. Er ist der Erlöser. Und er schenkt Heilung der inneren Wunden. Ja, er zerbricht nicht das geknickte Rohr, wie es auch geheißen hat in der Lesung. Ja, geknickt sind wir sozusagen durch die Verstrickung in die Sünde, in das Böse. Aber er kommt nicht, um zu vernichten, sondern um aufzurichten. Jesus ist gekommen, um ja, diese Glut wieder neu zu entfachen, diesen glimmenden Docht, nicht um auszulöschen, sondern damit dieses Feuer der göttlichen Liebe wieder neu in uns brennt, dieses Feuer des Heiligen Geistes. Lassen wir uns neu erfüllen von seiner Kraft und stärken von seiner Gnade. Vertrauen wir dem Herrn, unserem Retter und Erlöser. Jesus ist unser Licht, unser Leben.
Und so wollen wir auch jetzt bei dieser Eucharistiefeier ihn wieder voll Dankbarkeit und Ehrfurcht in der Heiligen Kommunion empfangen. Der Vater schenkt uns alles, er schenkt uns seinen Sohn. In diesem kleinen Stück Brot ist Gott selbst gegenwärtig, ist der Herr Jesus Christus da mitten unter uns, wird sein Opfer Gegenwart. Ja, wir empfangen nicht nur irgendein Brot, irgendeine Speise, sondern es ist wirklich der Leib des Herrn, der Leib Christi. Und er möchte uns umwandeln, uns eins machen mit sich, damit wir wirklich als Kinder Gottes leben. Ja, der Herr, er möchte unser Herz reinigen, umwandeln und all das hinwegnehmen, was uns trennt von ihm, aber auch was die Christen untereinander trennt. Der Geist Gottes, dieser Geist der Wahrheit und der Liebe ist es, der letztlich diese Trennung überwinden kann, der Einheit schenkt. Einige unserer Mitbrüder sind jetzt in Deutschland, in Augsburg, bei der sogenannten Mehrkonferenz. Eine Zusammenkunft, bei der ungefähr 10.000 Menschen beisammen sind, hauptsächlich junge Leute, aus verschiedensten Konfessionen, aus Freikirchen, Christen unterschiedlichster Gruppierungen, viele Katholiken, und sie beten gemeinsam. Es ist ja nicht so, dass es keine Unterschiede mehr gäbe zwischen dem katholischen Glauben und der evangelischen Kirche zum Beispiel. Aber dieser Geist der Liebe macht eins. Er lässt die Wahrheit klarer erkennen. Und so ist es möglich, dass diese Menschen gemeinsam hinhören auf das Wort Gottes, gemeinsam beten, Gott preisen in den Liedern und Wege suchen, wie sie miteinander dieses Reich Gottes bezeugen können, wie sie gemeinsam für Jesus da sein können, ihn verkünden können, all jenen Menschen, die noch nicht an ihn glauben oder die noch nie etwas von ihm gehört haben. Ja, das ist der Geist Gottes, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wir auch wir empfangen haben. Vertrauen wir dem Herrn. Er möchte auch durch uns Großes wirken und er beruft uns, dass auch wir Zeugen sind für das Evangelium, für die Freude Gottes, ja, für diese Freiheit der Kinder Gottes, die der Vater uns schenkt, in seinem Sohn Jesus. Amen.